Die zungenfressende Assel ist genauso schrecklich, wie sie aussieht, wenn man sich diese Bilder ansieht. Dieser ekelhafte kleine Parasit dringt über die Kiemen in den Fisch ein und bahnt sich dann seinen Weg zum Maul des Fisches. Dort sabotiert er die Zunge des Fisches, indem er ihm die Blutgefäße abschneidet, was zur Nekrose aufgrund mangelnder Blutversorgung führt, sodass die Assel selber die Zunge ersetzen kann. Als guter Mieter hilft der Parasit dem Fisch, die Nahrung in den hinteren Teil seines Rachens zu befördern und ernährt sich dann von dem Rest dessen, was der Fisch gefressen hat. Oder saugt ihm das Blut aus, wenn dieser nicht genug frisst, was den Fisch aktiv zu einem Sklaven macht, der entweder Nahrung auf den Tisch bringt oder dem das Blut ausgesaugt wird. Kurz gesagt, wenn der Parasit stirbt, kann der Fisch nicht mehr schlucken und stirbt ebenfalls. Andererseits, wenn der Fisch stirbt, packt der Parasit seine Sachen und haut ab.